Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Orakel. Schön, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt, zu meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück an alle Abonnenten und herzlich willkommen an alle, die das erste Mal dabei sind. Ja, das hier ist eine Premiere. Ich habe bisher noch kein Wochenorakel gelegt. Heute ist es soweit. ja, ich hatte den Impuls heute für uns ein Wochenorakel zu legen. Der nächste Portaltag ist am 31.05. Bis dahin ist es also noch ein bisschen hin. Und ja, ich wollte mal gucken, wie die Energien denn bis dahin so stehen für uns. Was hat uns die geistige Welt diese Woche zu sagen? Welche Impulse darfst du hier mitnehmen? Ja, ihr könnt euch hier, wie immer, diejenigen, die öfters dabei sind, kennen es schon, zwischen zwei Stapeln auswählen, links oder rechts. Hier rechts habe ich einmal den Zitrin draufgelegt als kleine Hilfe für dich und links einen Bergkristall, einen ungeschliffenen. Hier oben habe ich übergeordnete Energien für uns ausgelegt, das heißt, du hast auch gleich noch ein bisschen Zeit, dich hier für einen Stapel zu entscheiden. Du kannst dich auch für beide Stapel entscheiden, du kannst hier Personen belegen, Themen, was immer dich interessiert und deine Intuition, die hier eingibt. Und ich beginne einfach mal mit den übergeordneten Energien für diese Woche. Was kommt da für uns alle, die Naturgeister, die Naturgeister-Orakelkarten von Hartfield und Josephine Wall habe ich hier. Da schauen wir einfach mal, was da kommt. Da kommt Atemholen, die Nummer 15. Ja, in dieser Woche ist es also scheinbar sehr wichtig, dass wir uns immer mal wieder Zeit nehmen, um quasi Luft zu holen. Du könntest jetzt auch verstärkt rausgehen und frische Luft tanken. Also wenn du dich in der Natur aufhältst draußen, bitte tief einatmen, tief ausatmen. Immer wieder bei dir ankommen bitte. Dir immer wieder Zeit für dich nehmen, um frische Luft zu tanken, um frische Luft einzuatmen. Das scheint so selbstverständlich, es ist aber sehr, sehr hilfreich, um immer wieder bei dir anzukommen. Und ja, es ist auch entscheidend, dir diese Woche immer mal wieder Pausen zu gönnen, um Atem holen zu können, ja. Also eine kleine Atempause vielleicht in dieser Woche. Wir schauen gleich mal, eventuell sind die Energien auch sehr intensiv, dann ist es besonders wichtig, immer mal wieder eine Pause zu machen und zu sich selbst zurückzukommen. Es könnte aber auch sein, dass dies insgesamt eine Woche ist, in der wir uns ein bisschen erholen dürfen. Wir schauen gleich mal weiter, was hier noch die Engel-Gabriel-Karten dazu sagen. Da kommt, bringe deine innere Wahrheit zum Ausdruck. Deine kreative Arbeit strahlt am hellsten, wenn sie deine wahren Gefühle und Gedanken zum Ausdruck bringt. Ja, eine klare Botschaft an alle, die hier an Projekten arbeiten, die mit Kreativität im Zusammenhang stehen. Dann ist jetzt an dich der Aufruf eben, durch deine Werke deine innere Wahrheit zum Ausdruck zu bringen. Solltest du hier nicht kreativ tätig sein, ist das der Aufruf auch immer wieder, unabhängig von kreativen Projekten, deine innere Wahrheit auszusprechen. Eventuell hier auch Gespräche zu suchen mit Menschen in deiner Umgebung. Ja, und solltest du viel mit Menschen zu tun haben diese Woche, dann scheue dich nicht, deine inneren Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen, deine innere Wahrheit. Also achte diese Woche bitte auch besonders darauf, wenn du den Drang hast, hier etwas auszusprechen, dann tue das. Ja, es ist jetzt eine gute Zeit, dein Innerstes nach außen zu bringen, andere Menschen an deinem Innenleben teilhaben zu lassen. Das wird nicht nur dich befreien, sondern kann eventuell auch für deine Mitmenschen ja, inspirierend sein, es dir gleich zu tun, eben auch die Wahrheit zu sprechen. Und mit ihren Bedürfnissen nicht hinterm Berg zu halten. Und das gilt natürlich auch für dich, ja. Also diese Woche ist wirklich sehr gut dazu geeignet, hier einerseits wieder Atem zu holen und zu dir zu kommen, auf der anderen Seite aber auch deine inneren Wahrheiten hier auszudrücken, sei das kreativ oder im Gespräch. Da kommt es ein bisschen auf deine Situation an, was da für dich in Frage kommt. So, ich stelle die hier oben mal hin. Ich hoffe, ihr habt euch mittlerweile entschieden für einen Stapel. Ich sage euch auch gleich noch, mit welchen Karten ich gearbeitet habe. Das mache ich aber erst, wenn es hier losgeht. Ich beginne mit der linken Seite und wir schauen mal, was sich hier für dich zeigt. Ich beginne mit den Naturgeister der Engelkarten. Ich habe hier noch die Engel-Gabriel-Karten dabei, die habt ihr gerade auch beide schon gesehen. Dann hier einmal die Engel der Liebe, eine Botschaft vom inneren Kind, eine Chakra-Karte für diejenigen, die sich damit beschäftigen oder gerne meditieren und zusätzlich noch eine Lenormand-Karte.
Ich kenne die Karten auch noch nicht und bin jetzt sehr gespannt, was sich hier für Botschaften zeigen möchten für den linken Stapel. Da beginnen wir mal mit der Nummer 49. Steigere deine Vitalität. Ja, also für dich im Moment ganz besonders wichtig wahrscheinlich auch das Atemholen, aber auch jegliche Form von guter Ernährung über Bewegung, Sport, Yoga, Tai Chi, Meditation, auch kreative Arbeit, aber auch Entspannung. Ja, also alles, was deine Vitalität steigert, ist jetzt im Moment besonders effektiv und wird dich hier auch wieder zurück in deine Kraft bringen, solltest du dich in letzter Zeit ein wenig kraftlos gefühlt haben. Und ja, Vitalität steht für mich auch für nicht nur für das Wohlfühlen, sondern auch für ein Kraftzuwachs, der jetzt hier ins Haus steht. Innere Stärke darf jetzt hier wieder entfaltet werden. Und ja, alle Maßnahmen, die dir deiner Gesundheit zuträglich sind und deinem physischen oder auch psychischen Wohlbefinden, sind jetzt hier besonders begünstigt für dich. Und es kann sehr gut sein, dass du im Laufe der Woche hier einen echten Kraftzuwachs fühlst, dass du dich wieder vital fühlst in deiner Kraft, in deiner Stärke. Sehr schön, sehr schön. Also es könnte ganz gut sein, dass hier die Kraftreserven auch ein bisschen aufgebraucht sind für dich. Wir gucken mal weiter in die Engel-Gabriel-Karten. Was kommt hier noch? Medien. Du kannst mehr Menschen erreichen, indem du mit Video, Audio, Druck und Online-Medien arbeitest. Ja, das kann jetzt natürlich für alle Menschen gelten, die zum Beispiel auch selbst Videos drehen. Es kann aber auch genauso gut Künstler betreffen, etc. Ja, solltest du hier selbst Medien benutzen oder auch Videos produzieren oder schreiben oder singen, dann ist das jetzt hier auf jeden Fall für dich der Aufruf, das auch verstärkt zu tun und über Medien zu publizieren, also zu veröffentlichen. Ja, trau dich. Solltest du dich bisher zurückgehalten haben damit, dann wäre das jetzt hier die Woche, deine innere Wahrheit zum Ausdruck zu bringen und diese eben auch zu veröffentlichen. Also, wie gesagt, hast du irgendein Buch in der Schublade, ein Musikvideo, das du gedreht hast, möchtest du gerne Orakelvideo drehen, Videos drehen oder tust das schon, ist auch das hier eine besonders gute Woche dazu. Und auch alles, was ich jetzt gerade vergessen habe, was aber mit dem Veröffentlichen von Worten oder Schriften zu tun hat, dann ist das jetzt hier eine besonders gute Woche, denn du kannst mit deinen Worten und mit dem, was du schreibst, mit dem, was du singst, was du produzierst, andere inspirieren. Und ja, du wirst dich auch selbst befriedigt fühlen und deine Vitalität wird sich steigern, wenn du hier anderen an deinen Prozessen teilhaben lässt oder an deinen Produkten, was immer du da auch tust. Solltest du damit gar nichts am Hut haben, dann kann es auch sein, dass du jetzt hier durch Medien eventuell Botschaften bekommst, die wichtig für dich sind. Also halt da mal die Augen auf, ob dir da vielleicht ein Text oder ein Lied oder ein Video dich besonders anspricht und dir besondere Informationen zukommen lässt. Das wirst du auch spüren. Immer wenn wir besonders wichtige Botschaften spüren, dann macht sich das eigentlich bemerkbar. In unserem Bauch oder in unserem Herzen, im Herzchakra eventuell auch, dass du da körperliche Empfindungen bekommst, wenn Worte gesprochen werden, die für dich besonders wichtig sind. Ihr habt hier auch alle eine sehr gute Intuition. Das heißt, ihr wisst wahrscheinlich auch, wovon ich rede. Ja, man merkt das schon. Man kann das sogar körperlich fühlen, wenn eine Botschaft besonders für uns bestimmt ist. Zumindest geht es mir so und ich glaube vielen anderen auch. Ja, auch hier wieder relativ spirituell. Ich glaube, beim letzten Portaltag hatten wir auch schon einen Stapel, der sehr spirituell ausgerichtet war. Auch das könnte jetzt hier sein, dass du nochmal eine starke Steigerung für deine medialen Fähigkeiten erfährst, durch deine Steigerung der Vitalität. Dann erhöhst du deine Schwingung und bist auch wesentlich empfänglicher für alle anderen Zeichen oder Botschaften aus der geistigen Welt. Sehr, sehr schön. Und wir machen mal weiter mit den Engeln der Liebe-Karten. Solltest du hier im zwischenmenschlichen Bereich eine Frage haben oder einen Menschen oder eine Beziehung, die dir wichtig ist, kann diese Karte dir jetzt einen Hinweis geben, was dich da in dieser Woche erwartet. Wir schauen mal, was hier kommt. Oh wow, da kommt die wahre Liebe. Dies ist die Liebe deines Lebens. Ja, also solltest du hier einen bestimmten Menschen im Kopf gehabt haben, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Mensch eine wichtige Rolle für dich in deinem Leben spielen wird. Solltest du im Moment Single sein und niemanden im Kopf haben, könnte es sehr gut sein, dass dir jetzt ein Partner begegnet, der dich sehr tief berühren wird.
Und ja, versteift euch bitte nicht auf dies ist die Liebe deines Lebens. Ich persönlich glaube, dass es auch mehrere sehr wichtige Lebenspartner geben kann. Ja, solltest du bisher noch nicht die wahre Liebe oder eine tiefe Liebe, wäre mir vielleicht auch lieber in diesem Zusammenhang gefunden haben, besteht jetzt eine sehr gute Chance dazu, dass du diese findest, dass du ihr begegnest, ihm oder ihr. Für diejenigen, die gar nicht auf der Suche sind, könnte es auch sein, dass hier die Beziehung zu dir selbst gemeint ist, dass du jetzt erkennst, dass du die wahre Liebe deines Lebens bist und dich an erster Stelle stellen solltest. An erster Stelle stellen solltest, ja. Würde für mich auch hier zum Ausdruck der inneren Wahrheit passen, zum Atemholen, zur Steigerung der Vitalität. Ja, dass du dich jetzt, wie gesagt, hier an die allererste Stelle rückst. Solltest du schon in einer Partnerschaft leben, dann ist das hier die Bestätigung, dass dieser Mensch wahrscheinlich deine wahre Liebe ist oder zumindest eine große Liebe in deinem Leben. Und ja, dass die Engel euch auf jeden Fall hier begleiten und beschützen und eure Beziehung auch fördern und euch dabei unterstützen, diese Liebe auch tatsächlich anzunehmen. Denn das fällt uns ja auch oft schwer oder vielen von uns fällt es schwer, sich so tief auf jemanden einzulassen. Und ja, das ist auf jeden Fall diese Woche jetzt hier sehr stark begünstigt für dich. Sehr, sehr schön. Ja, eventuell findest du auch Texte im Internet zum Thema wahren Liebe. Vielleicht hast du auch ein Liebeslied geschrieben oder einen Liebesroman oder sonstiges, was sich hier ums Thema Liebe rankt. Dann auch hier wiederum die Bestätigung, das jetzt mal zu veröffentlichen. Vielleicht können andere Menschen noch etwas lernen oder du kannst ihnen helfen auf ihrem Weg, die wahre Liebe zu finden. Vielleicht bist du auch Liebescoach, etwas in der Richtung, Paartherapeut etc. Oder hast eventuell auch den Impuls, einen solchen aufzusuchen. Auch dann wäre das diese Woche sehr gut für dich und könnte dich hier in dein Selbstbewusstsein bringen mit der Vitalität. Wir schauen mal weiter in die Quatsch, in die Karten des inneren Kindes. Was möchte dein inneres Kind dir diese Woche noch mitgeben? Ja, wie passend. Ich darf Liebe brauchen. Erinnere dich daran, dass Kinder ganz selbstverständlich um eine Umarmung bitten oder sich in den Schoß eines geliebten Menschen kuscheln. Ja, vielleicht bist du auch jemand, der das gar nicht so zulassen möchte für sich selbst oder ja, das auch gar nicht so spürt, dass er Liebe braucht, aber das könnte sich diese Woche ändern. Also du könntest diese Woche wirklich ein starkes Bedürfnis auch nach Liebe haben, nach liebevoller Zuwendung. Das muss auch nicht im partnerschaftlichen Bereich sein. Das kann natürlich auch im familiären Bereich sein oder in Freundschaften umarmt man sich auch, zumindest in engen Freundschaften. Und wenn du die Chance hast, diese Woche deine Zeit mit lieben Menschen zu verbringen, mit Menschen, die dir wirklich am Herzen liegen, dann tue das und zeige denen auch, dass du immer mal wieder Liebe brauchst. Denn ja, manchen von uns fällt es schwer, das zu zeigen oder ja, man scheut eventuell davor zurück, zu zeigen, dass man andere Menschen eben auch sehr dringend braucht. Das ist aber keine Schwäche, sondern ja, es ist eigentlich nur authentisch, denn die wenigsten Menschen von uns sind darauf gar nicht angewiesen. Ja, also soll heißen, die meisten von uns suchen nach Liebe, nach Bestätigung, nach einer Umarmung. Und ja, eventuell hast du hier auch mit deinem Partner, falls du in einer Partnerschaft lebst, diese Woche Zeit und auch die Bereitschaft, dich wieder tiefer auf den anderen einzulassen, solltet ihr euch hier ein bisschen voneinander entfernt haben. Ja, und stehe zu deinen Bedürfnissen in deinen Beziehungen, ja, bringe deine Wahrheit zum Ausdruck. Wenn du Liebe brauchst, dann bitte sage das, zeige das. Und jemand, der dich auch liebt, wird dir diese Zuneigung auch selbstverständlich gewähren und sich wahrscheinlich auch darüber freuen, dass du ja, liebevolle Zuwendung wünschst vom anderen Mann oder Frau oder auch Familie oder Freunde, ja. Sehr, sehr schön, eine sehr liebevolle Botschaft in diesem Fall. Wir schauen gleich mal weiter. Was sagt denn hier noch die Lenormand-Karte dazu? Da kommt für dich, oh, sehr schön, der Baum, ja, passt toll zur Vitalität. Also für dich jetzt hier wirklich diese Woche, auch gesundheitlich könnte es jetzt hier für dich wirklich in eine Stabilität kommen. Du fühlst dich vital, wie der Baum, der sich tief verwurzelt hat und ja, sich jetzt hier entfaltet. Du bist wahrscheinlich diese Woche sehr stark mit dir verbunden, auch mit der Natur. Komm hier so rein mit dem Baum und mit dem Atemholen. Also solltest du hier die Möglichkeit haben, dich in der Natur aufzuhalten, im Wald. Vielleicht hast du auch einen bestimmten Baum, den du öfters besuchst.
dann hier auf jeden Fall der Aufruf, da mal vorbeizuschauen, dich mit der Natur zu verbinden, mit deinem Lieblingsbaum. Und ja, du kannst dich hier wirklich auf eine gesteigerte Vitalität freuen. Ja, also Atem holen. Und ja, mach dein Herz auf, kommt mir auch so mit dem Grün. Wir schauen gleich mal, ob hier das Chakra eventuell auch noch in die Richtung geht. Vielleicht liegt hier das Herzchakra, das weiß ich aber auch noch nicht. Könnte aber gut sein mit der wahren Liebe und hier auch das viele Grün, dass du jetzt hier auch dein Herz weiter aufmachen darfst, um eben auch bereit zu sein für eine wahre Liebe. Für die Liebe zu dir selbst, aber auch zu anderen. So, ich bin gespannt. Hier, welches Chakra ist für dich diese Woche besonders wichtig? Mit welchem Chakra darfst du arbeiten? Da kommt das dritte Auge, die Nummer 6 für die numerologisch Interessierten. Und okay, also hier auch nochmal, du hast eine gute Anbindung. Du darfst deiner Intuition jetzt trauen. Du siehst mehr, als mit dem bloßen Auge sichtbar ist diese Woche. Und wenn das noch nicht so sein sollte, dann hast du jetzt die Chance, diese Fähigkeit zu erweitern, also dein drittes Auge zu öffnen. Und ja, für alle, die im spirituellen Bereich arbeiten, bedeutet das ja auch, dass man eben besonders gut, jetzt habe ich nur das englische Wort, dass man hier besonders hellsichtig ist zum Beispiel, dass du besonders gute Sessions abhalten kannst, Readings, Heilsitzungen, was immer du da machst, in welchem Bereich du auch arbeitest. Dein drittes Auge kann sich jetzt hier nochmal besonders weit öffnen. Du kannst das auch unterstützen natürlich, indem du meditierst, versuchst dieses Chakra zu reinigen, mit Hilfe von Videos, Meditationen. Du kannst auch diese Farbe verstärkt tragen, es gibt auch bestimmte Edelsteine, die dir helfen können, das zu öffnen. Da kannst du gerne mal googeln. Für diejenigen, die es nicht ohnehin schon wissen, natürlich. Ja, und also für dich hier auf jeden Fall diese Woche wirklich einerseits sehr spirituell, wie ich finde, auch sehr auf deinen Körper bezogen, auf deine Gesundheit dieser Stapel, aber eben auch die Chance hier wirklich eine tiefe Liebe zu erfahren zu dir und zu anderen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, und scheue dich nicht, deine Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen, hier auch nochmal ganz stark. Und deine Intuition wird dir auch sagen, wann es dazu Zeit ist, wann der richtige Moment dafür gekommen ist, ja? Sehr schön, sehr schön. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch hier einen kleinen Wochenimpuls geben. Ich wünsche euch natürlich eine fantastische Woche und wir sehen uns am Freitag wieder. Da ist ein Portaltag, wenn ich mich nicht verrechne. Nehmt es mir nicht übel. Ich meine aber, der 31. wäre ein Portaltag und das müsste der Freitag sein. Ich schaue nochmal in meinen Kalender. Bis dahin jedenfalls. Macht es gut, ihr Lieben. Wir sehen uns. Ciao. Ja, sehr schöne Botschaften hier rechts. Ich bin mal gespannt, was jetzt gleich auf der hier links, was hier rechts gleich kommt. Das bringe ich ja gerne mal durcheinander. So, ich lege die Karte zur Seite. Zusammen mit dem Stein, den lege ich euch da drauf. Und wir machen mit der rechten Seite weiter. Was kommt hier für diejenigen, die sich für den Zitrin entschieden haben? Ich beginne mit den Naturgeisterkarten. Achso, ich habe hier noch die Engel Gabriel-Karten, die Engel der Liebe, eine Botschaft vom inneren Kind, eine Chakra-Karte und noch eine kleine Lenormand-Karte. Die wollten auch mal wieder dabei sein. Ich beginne mit den Naturgeister-Orakel-Karten. Was kommt hier? Löse dich vom Alten, Nummer 5. Ja, für dich ist es jetzt Zeit, weiterzugehen. Hier könnte es um eine sehr alte Geschichte, sich um eine sehr alte Geschichte handeln. Wir sehen hier die Uhr und auch Stonehenge ist hier sichtbar. Hier unten haben wir eine Tür, ein Tor in Form eines Schlüssels. Und ja, die Botschaft ist klar, du darfst hier etwas loslassen, dich von alten Gewohnheiten lösen, von alten Einstellungen, eventuell auch von alten Verhaltensweisen. Irgendetwas darf jetzt hier diese Woche gehen, damit du den Schlüssel erhältst, um hier auf die nächste Stufe zu kommen, in eine bessere Phase oder in eine noch bessere Phase für dich. Ja, es ist jedenfalls Zeit, hier etwas Altes loszulassen. Hier sehe ich auch noch eine Eule. Das ist vielleicht ein Begleiter, ein tierischer für dich. Und wir schauen mal weiter, ob wir hier noch Hinweise bekommen, von was du dich denn lösen darfst.
Was sagt denn Erzengel Gabriel dazu? Motivation. Bete um Führung, wie du deine Begeisterung für dieses Projekt und deinen Fokus darauf verbessern kannst. Okay, vielleicht befindest du dich gerade in einem kleinen Motivationstief. Dann darfst du dich davon jetzt verabschieden. Vielleicht von blockierenden Glaubenssätzen, wie ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Ja, dass du dir etwas vielleicht selbst nicht zutraust. Das ist ja oft so, dass wir dann die Motivation verlieren, wenn wir uns auch, weil wir uns selbst so unter Druck setzen oder so viel Erfolg von uns erwarten, dass das dann auf die Motivation niederschlägt, ja, dass wir es gar nicht erst angehen, weil wir Angst haben, es nicht zu Ende zu bringen oder es nicht gut genug zu machen. Dann verstehe das hier bitte als kleine Warnung. Du darfst dich jetzt hier von bremsenden, blockierenden Glaubenssätzen befreien. Und die Engel, die geistige Welt hier auch um Motivation bitten, solltest du dir im Moment irgendwie, solltest da Probleme geben und du fühlst dich gerade nicht motiviert, dann kann die geistige Welt dir auch dabei helfen, aus diesem Motivationsloch herauszukommen. Und diese Woche sieht es wirklich gut aus hier mit dem Schlüssel, das lacht mich hier so an, Schlüssel, Schloss. Ja, also du kannst jetzt hier vielleicht auch für dich nochmal eine ganz neue Motivationsquelle erschließen. Wir gucken mal weiter in die in der Liebe-Karten. Vielleicht ist ja hier der zwischenmenschliche Bereich für dich auch interessant und hilft dir dabei, deine Motivationsprobleme zu... ah ja, da kommen auch gleich die religiösen Faktoren. Dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Ja, natürlich nicht nur dein Liebesleben kommt mir jetzt hier sofort, sondern eben auch dein beruflicher Weg. Ja, also... wirklich für dich hier auch wieder die Anbindung nach oben ganz, ganz wichtig. Du kannst hier mit den Engeln arbeiten, du kannst mit deiner Spiritualität arbeiten, wenn das nicht ohnehin dein Arbeitsfeld ist. Ja, nimm dir Kristalle zur Hilfe, vielleicht auch Kerzen, achte auf Federn, auf Münzen, alles, was dir im Moment für die Füße oder auf die Füße fällt, kann jetzt hier für dich ein Zeichen sein. Und ich glaube, die geistige Welt möchte dich hier auch wirklich nochmal ganz stark motivieren, deinen Weg weiter zu verfolgen. Auch in Liebesdingen selbstverständlich, ja. Dass du dir bewusst wirst, dass dein spirituelles Erwachen oder dein spiritueller Weg eben auch auf deine Beziehung rückwirkt. Und dass dein Partner davon auch profitiert, auch wenn er oder sie selbst vielleicht nicht spirituell ist. Also ist es auf jeden Fall immer gut für Beziehungen, wenn zumindest einer von beiden sie auch als spirituelle Herausforderung wahrnimmt. Ja, das kann dich hier wirklich stark ins Wachstum bringen, aber auch dein Gegenüber oder deine Familienmitglieder oder deine Freunde oder deine Arbeitskollegen. Ja, also die geistige Welt kann dir diese Woche auf jeden Fall hier stark dabei helfen, auch deine Beziehungen wieder befriedigender zu gestalten, sollte das im Moment nicht der Fall sein. Das ist auch immer eine Karte, die auf karmische Liebesbeziehungen hinweist, also auf Beziehungen, die eventuell ein bisschen schwierig sind, wo man aus unterschiedlichen Welten kommt, also sozial oder finanziell oder vielleicht kommt man auch aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Ja, und du darfst dir auf jeden Fall hier auch nochmal bewusst machen, wie deine Erziehung sich denn auf deinen bisherigen Lebensweg ausgewirkt hat. Also nicht nur deine spirituelle Erziehung, sondern auch deine Erziehung im Allgemeinen. Ja, diese Karte ist für mich auch immer ein Zeichen dafür, dass wir hier vielleicht etwas gelernt haben in der Vergangenheit, was uns heute nicht mehr dienlich ist, was uns nicht mehr gut tut und was eventuell ja auch deine Motivation ein bisschen hemmt. Und du darfst jetzt diese alten Glaubenssätze, die du vielleicht früher mal gelernt hast, loslassen. Das können solche Sachen sein wie, ja, man verdient kein Geld mit spirituellen Tätigkeiten oder, ja, mit Kunst kann man ja kein Geld verdienen, das ist ja alles, das sind ja Hirngespinste, etc. pp. Du weißt da am besten, was für dich, was da auf dich zutrifft. Ich möchte mich mit diesen negativen Sätzen auch gar nicht so lange aufhalten, nur als Beispiel für euch. Lass das bitte los. Ja, bitte um Motivation und du wirst sie bekommen. Ja, die spirituelle Welt möchte dir hier auch eine Krone aufsetzen, dir helfen, deine eigene Macht und Kraft zu erkennen. Und das ist jetzt eine ganz gute Woche dafür. Sehr schön. Was sagt denn dein inneres Kind zu dieser Thematik? Ich bin ein Kind Gottes, frei, sicher und geliebt. Es gibt nichts zu tun. Erlaube deinem inneren Kind, dir das Gefühl ins Herz zu schicken, geborgen und sicher, aber auch frei zu sein. Ja, sehr schön. Also, bitte nimm deinen Status als Kind Gottes an, wenn du das nicht schon längst getan hast. Ja? Werde dir immer wieder darüber bewusst, dass du
ein spirituelles, göttliches Licht in dir trägst und dass du das auch zeigen darfst. Und dass du geboren wurdest, um dich frei und sicher zu fühlen und geliebt. Das ist dein Geburtsrecht. Und du darfst dich jederzeit so fühlen. Die geistige Welt möchte dir dabei helfen, dass du dich jederzeit so fühlst. Und ja, die wenigsten von uns haben das von vornherein in sich, sondern müssen sich das im Laufe ihres Lebens wieder neu freischalten, könnte man sagen, sich neu erarbeiten. Aber auch das ist jetzt im Moment für dich eine sehr gute Zeit. Also dein Herz aufzumachen für dich selbst und ja, auch wenn es außen vielleicht etwas schwierig ist oder herausfordernd, darfst du dich trotzdem geliebt fühlen. Auch wenn hier eventuell im Moment die Liebe, die du jemand anderem schenken möchtest, nicht so erwidert wird, auch das könnte mit den religiösen Faktoren hier gemeint sein. Ja, Stichwort karmische Beziehung. Ja, du bist trotzdem geliebt. Die geistige Welt liebt dich, Gott liebt dich, deine Freunde, deine Familie liebt dich. Und ja, du darfst dich auch selbst lieben. Du bist es wert. Sehr, sehr schön. Wir gucken mal weiter in die Chakra-Karte. Was kommt denn hier noch für dich hoch? Ach, wie schön. Da kommt das Hals- oder Kehlchakra, die Nummer 5. Und die steht für mich ganz stark im Zusammenhang hier mit der inneren Wahrheit, die du jetzt zum Ausdruck bringen darfst. Ich habe ja auch sofort irgendwie Gebete. Vielleicht singst du auch, dann ist das jetzt hier auch auf jeden Fall eine gute Zeit, deine Gefühle eben über diesen Weg zu transportieren, also sprechen, singen, chanten, alles, nennt man das so? Naja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also, ja, singen, auch im Gebet singen, all das kann jetzt hier sehr, sehr wichtig für dich sein. Die Farbe Blau könnte jetzt auch gerade eine große Rolle für dich spielen, wenn du möchtest. Kleide dich doch in dieser Farbe. Ja, und arbeite gerne mit dem Halschakra, auch indem du es darüber meditierst, es reinigst, es aktivierst. Mit Hilfe von Techniken auf YouTube gibt es da einiges, was man ausprobieren kann oder auch insgesamt im Netz. Gibt es da sehr, sehr viele schöne Techniken. Und ja, eventuell finden hier auch Gespräche statt mit dem Halschakra. Ne? Wie gesagt, da geht es um Kommunikation. Vielleicht hast du jetzt auch, falls es eine schwierige zwischenmenschliche Situation gab, hier jetzt endlich die Motivation, dich darum zu kümmern, hier vielleicht auch alten Groll loszulassen, alte Problematiken loszulassen und einfach frei herauszusagen, was du brauchst, was du möchtest. Solltest du dazu keinen Impuls haben, dann kann es hier auch, wenn ich es auf die Atemholen-Karte beziehe, ja, die ja auch dann Atemholen, Luft holen, passiert ja auch durch den Hals, also auch hier Verbindung zum Halschakra, dass du vielleicht einfach für dich entspannst, ja. Dass du hier für dich dir Zeit nimmst, zur Ruhe zu kommen, ja auch vielleicht eine Meditation machst, die dir Geborgenheit schenkt, die dir immer wieder bewusst macht, dass du auch in dir sicher bist. Und dass du geführt bist von der geistigen Welt. Und ja, wenn wir uns frei, sicher und geborgen fühlen, dann kommen wir auch schneller wieder in die Motivation zurück, etwas für uns zu tun, unsere Projekte zu verwirklichen oder was auch immer wir vorhaben. Wir schauen mal in die Lenormand-Karte. Was kommt hier noch für dich? Das Haus. Ja, das steht auch für Sicherheit, für Geborgenheit, für Stabilität auch ganz stark. Und hier auch mit dem Schlüsselloch und der Tür, vielleicht bist du auch gerade auf der Suche nach einem neuen Zuhause, nach einem neuen Haus, nach einer neuen Wohnung für dich. Auch dann ist das jetzt hier im Moment sehr stark geführt und eine gute Zeit dafür. Es könnte aber auch bedeuten, dass du hier einfach jetzt wieder eine gewisse Stabilität erlangst. Das scheint auch eine Woche zu sein, in der wir wieder mehr zu uns kommen und uns mehr ausdrücken dürfen. Das war auf der linken Seite auch schon ähnlich. Und ja, also hier wirklich die Chance, wieder bei dir anzukommen, deinen Körper als dein Haus, deinen Tempel zu betrachten und ja, hier wieder stabil zu werden. Ich mit den religiösen Faktoren, da war gerade noch was. Eventuell suchst du auch vielleicht sogar eine Kirche auf oder eine andere Art von einen Ort, der für dich sehr, der dir sehr heilig ist und wo du in Ruhe beten kannst, wo du singen kannst. Vielleicht ist das auch dein eigenes Zuhause, vielleicht hast du einen Altar zu Hause. Auch dann ist der diese Woche hier für dich besonders wichtig und kann dir
Ja, dabei helfen, dich von, wie gesagt, schlechten Angewohnheiten zu entfernen, von Menschen, von Gedanken, die dir überhaupt nicht gut tun. Gerade auch Gedanken kommt mir hier mit dem Haus, ja, weil es eben auch sehr für den Körper steht, für die Seele, für dich selbst, dass du jetzt hier mit Hilfe der geistigen Welt und deiner eigenen Kraft hier jetzt dir auch bewusst wirst, dass alles, was du denkst und was du sagst am Tag, etwas mit dir macht, mit deiner Schwingung macht und dass du sehr aufpasst, was du jetzt sagst, dass du dich bitte positiv beschreibst und auch dein Leben positiv beschreibst, wenn du darüber mit anderen sprichst. Denn im Englischen gibt es einen schönen Spruch, der heißt Words are spells. Also Worte sind immer auch, ja, sind magisch, ne? Sie haben Einfluss auf uns. Und wenn wir sehr viel Negatives von uns geben, dann ja, ist die Gefahr groß, dass wir diese Negativität auch wieder zurückbekommen, ja, dass sie uns quasi wieder zufließt. Und umgekehrt natürlich genauso, wenn wir sehr positiv über uns sprechen oder die Welt, über unsere Projekte, über unsere Beziehung, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass wir eine positive Energie zurückbekommen. So, hier fällt mir noch die 4 ins Auge sofort. Wir haben ja auch zweimal die 5. Das könnte eine wichtige Zahl sein für dich diese Woche. Vielleicht bist du auch jemand, der numerologisch eine 5 ist oder eine 4. Und ja, dann ist das hier deine Woche. Und ich finde, es ist sehr vielversprechend. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, euch hier neu auszurichten. Und ja, ihr Lieben, ich wünsche euch eine ganz wunderbare Woche. Wir sehen uns am nächsten Freitag wieder zu einem Portaltag-Orakel und ja, nehmt ein paar positive Impulse mit. Das, was für euch stimmig ist, was nicht stimmig ist, lasst bitte liegen. Das ist ein allgemeines Reading. Ich hoffe trotzdem, ich konnte einigen von euch hier einen positiven Impuls geben und wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao.